Die Startup-Fahrschule Harry in Kindberg. Frisch, innovativ und zeitgemäß. Einzigartig in Österreich der neue BMW i3. Er fährt mit Strom. Der Mensch und die menschliche Existenz stehen im Mittelpunkt der Arbeit von Heinz Felbermayr. Der gebürtige Brucker arbeitet bereits seit 1991 als freischaffender Künstler und konnte seine Werke bereits in Galerien von Europa über Amerika bis hin nach Dubai ausstellen. Wir sind immer froh, wenn wir Künstler mit internationalem Renommee zu Gast haben, die ihre Wurzeln hier aber nicht verloren haben, die immer wieder sehr gerne zurückkommen. Heinz Felbermayr hatte ja auch in Bruck sein Atelier, ist jetzt in Allerheiligen in Mürztal, also durchaus ein Künstler mit internationalem, aber auch stark regionalem Bezug. Die Ausstellung in der Kulturhaus Kunstgalerie bietet dem Besucher auch einen Einblick in die Entwicklung Heinz Felbermayrs als Künstler. Blickt er doch heuer auf 25 Jahre als freischaffender Künstler zurück. Es gibt drei Möglichkeiten, also sich kundig zu tun, was die Arbeit von Felbermayr betrifft. Das ist einerseits die Malerei, dann die Grafik, diese Hirschgeweihinstallation und die Skulptur. Also das darf der Besucher sich erwarten und dann natürlich sich auch mit den Arbeiten auseinandersetzen. Eine Besonderheit dieser Ausstellung ist im vorderen Bereich die sogenannte Petersburger Hängung. Hierbei werden die Kunstwerke dicht aneinander gehängt, wie in der Petersburger Eremitage. Ich feiere jetzt meinen 60. Geburtstag dieses Jahr und dann habe ich mir mal erlaubt, ein Geschenk zu präsentieren, dass es diese Arbeiten alle für sagenhafte wirklich 60 Euro gibt, obwohl diese Bilder zum Teil im internationalen Galerien und Sammler-Etablissement zwischen 300 und 1500 Euro normalerweise kosten würden. Und das ist meine Freude, das auch mal zu einer Hängung zu gestalten und das natürlich auch als Geschenk an die Region zu machen, weil ich ja ein geborener Brucker bin und deswegen ist auch diese Aktion hier gestaltet worden. Bis 8. Mai kann die Ausstellung Entwicklung in der Kulturhaus Kunstgalerie besichtigt werden.